Es sollen nicht schauen. Ich habe es wirklich gesagt, weil es ist vielleicht too much. Ja, ja. Sexvideo. Kann man das lesen? Sexvideo über Thai. Wer zahlt 6 Millionen? Das sind Themen, die uns interessieren. Das ist das Leben, das ist der Blues, der in den Ländern anfängt und im Bauch aufhört. Wir sind dort stark, wo die Männer am wenigsten denken. Übrigens, es gibt eine Statistik, die sagt, 19,2% der Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer sind der Meinung, es gäbe viel zu viele Sexsendungen am Fernsehen. Viel zu viele Sexsendungen. Herr Theis, darf ich Sie fragen, sind Sie auch dieser Meinung? Herr Theis. Also ich finde einfach, dass Schweizer Fernsehen mehr so Sendungen sollten zeigen. Und ich würde einfach Ihnen gratulieren, dass Sie Mut haben, das Pornoheidi in Ihrer Sendung zeigen. Und ja, halt, nein, das ist morgen. Morgen ist der Film. Morgen ist der Dokumentarfilm. Ich habe geschrieben, dass Sie das Heidi zeigen. Hört es mir auf. Sie müssen nicht Ihre Fantasie in unsere Sendung projizieren. Also, da schreibt jemand aus Basel, ich möchte mehr Römerfilme. Dank deiner Sendung kann SFDRS viel Geld sparen. Es muss keine Seh- und Hörerumfrage mehr machen. Deine Sendung sagt alles. 80% tippen, 20% was checken. Das ist ein Herr aus Basel. Ich bin sehr froh um die Meldung. Darf ich noch mal da einhaken? Also, wenn man sagt, 19... Oh! Frau Schrämli. Frau Schrämli haben wir Ihnen ja vorstellen in dieser Sendung. Das ist die Sekretärin vom neuen Generaldirektor Wolpen aus dem Wallis, Frau Schrämli. Sie kann nicht kommen. Kann nicht kommen, sie ist in der Schulpflege. Und jetzt haben wir einen Ersatz gesucht. Wir haben, ich kann es vielleicht vorstellen, das Fräulein Letizia. Grüezi wohl. Fräulein Letizia. Sie wird uns dann ein bisschen helfen bei der Büroarbeit. Und ich war bei der Statistik. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass nicht... Hier. Hallo. Wenn man davon ausgeht, dass 19,2% der Meinung sind, es gäbe zu viel Sex, 19,2, dann müssen wir ja sagen, dass 80,8% der Meinung sind, es gäbe zu wenig Sex. Und denen wollen wir in dieser Rechnung und auch in Zukunft, in dieser Sendung und auch in Zukunft Rechnung tragen. Und zwar haben wir da folgendes kleines Experiment. Uns vorgenommen haben zwei Filme. Das eine ist ein Ben-Hur-Film. Danke, Frau Letizia. Das eine ist ein Ben-Hur-Film und das andere ist ein Film von Fräulein. Von Fräulein Letizia ist das der andere Film. Sie, sagen Sie mal, darf ich Sie etwas fragen? Ja, sicher. Es irritiert mich ein bisschen. Stimmt das? Was hatten Sie für eine Vergangenheit? Ich habe früher einen Pornofilm gedreht. Ja, ich habe früher einen Pornofilm gedreht. Das ist aber nicht wahr. Doch. Gut. Ja, Sie geben mir dann einfach die Fax rein. Gell, Sie? Einfach jetzt ruhig weiter. Herr Meier, Sie haben das. Haben Sie etwas zu dem Dokumentarfilm von morgen? Ja. Also, ich protestiere gegen die Unzucht am TV. Durch solche Seich wird unsere Gesellschaft immer dekadenter und verreckter. Mhm. Die Schweiz wird zum Sündenpfuhl und zu einem modernen biblischen Sodom. Wir haben ja sogar schon eine Lesbe im Bundeshaus. Sie wissen auch, wer ich meine. Und durch solche Scheißfilme wird das Zeug noch gefordert und Zuschauer auf das geil gemacht. Und das geht nicht. Da haben Sie recht. Aber sie sind in der Minderheit, sie sind bei 19,2% der Zuschauerschaft. Das ist natürlich nicht allzu viel. Schauen Sie, wir haben jetzt für diesen Fall, haben wir eben für diesen speziellen Fall, haben wir eben unseren beiden Haustieren die Augen schon mal abgeklebt, weil ich werde jetzt zur Tat schreiten. Danke vielmals, Frau Letizia. Ich werde jetzt zwei Kassetten einschieben, also das eine ist eben der Film da. Es ist immer ein bisschen schwierig, ich muss immer den Daumen so haben. Das ist natürlich eine unnatürliche Haltung, aber ich muss es eigentlich, wegen der Reflex. Sehen Sie, wenn ich so mache, dann spiegelt es immer am falschen Ort. Ah, und der andere ist eben der legendäre Ben-Hur-Film. Und ich wäre jetzt froh, wenn Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer, Play, uns würden sagen, welchen Film, dass wir da hinten unsere Fachjurorin wettet. Vorspielen, damit, damit sie dann einen Kompetenzurteil abgeben kann. Die Fachjurorin ist übrigens Frau Uriella.
Sie befasst sich sehr intensiv mit allen möglichen Fragen von der Meditation, auch von der Horizontal-, Vertikal-, Diagonal- und Doppelmeditation. Und ich denke, sie wird uns dann können am Schluss eine Zusammenfassung machen von diesen beiden Filmen. Herr Schmid, Sie haben auch eine Bemerkung zum Thema Porno. Herr Schmid? Herr Schmid? Und tschüss, Herr Schmid. Theo? Hallo? Hallo, Frank. Ja? Hörst du mich? Ja, du musst einfach in die Muschel reinreden, dort unten, wo man reinredet. In diesen Teil und nicht in diesen. Sonst höre ich dich nicht. Unten reinreden, oben hören. Das ist super. Gut. Darf ich fragen, willst du, dass sie den Porno anschaut oder den Ben Hur? Also lieber schon den Porno. Gut. Der Porno ist null. Jawohl. Wir sehen da gerade Graziani. Graziani, mein Vater. Jawohl, also. Aber hör mal, Frank, könntest du dir mal Heidi fragen, ob sie lieber mal einen Österreicher Soft-Sex-Film durchlassen als Porno? Ob sie lieber einen österreichischen... Hosen-Sex-Film durchlassen. Ob du... Ob sie lieber würdet einen österreichischen Soft-Lederhosen-Porno als einen... Wie geht es? Ich kenne die Filme. Was ist das für ein Film? Ja, so ein Soft-Lederhosen-Sex-Film. Da die Österreicher die Schönen. Ob sie mit einem schönen Österreicher einen Soft-Leder-Sex-Film... Kommen nicht raus. Es ist kompliziert. So, wer ist... Entschuldigung, Sie sind da nicht nur zum Umschauen. Tun Sie bitte ein bisschen arbeiten. Ja, ich muss mich an meine neue Arbeit gewöhnen. Ja, und dann bitte nicht so schnippische Bemerkungen. Sagen Sie mal, wie ist das eigentlich? Das muss ich jetzt gleich wissen. Was haben Sie mit Ihrem Finger gemacht? Ich habe mir gestern den Finger geschnitten. Beim Rüsten? Nein. Beim? Beim Solarium machen. Beim Solarium machen. Hoi, hoi, hoi. Also, Herr Fischi hat noch mal eine Frage. Ja, ich hatte jetzt eine Frage, weil wir haben gerne so über Fasnacht geredet und sind selber auch dabei. Es sind noch ein paar Kollegen da, der Mersu, der Krieg und der Teddy. Und wir sind gefilmt worden, Berner Fasnacht, etwa 10 Minuten vom Schweizer Fernsehen und vielleicht Sekundensequenzen. Sie kommen über Berner Fasnacht und nicht ein Bericht über irgendetwas spezifisches. Du Fischi, eine Frage. Heisst du Fischi oder Pischi? Fischi. Pischi, wie Pischama? P-F-I. S-C-H-I. Fischi. Ja, also, weißt du, Berner Fasnacht ist natürlich ein absolutes Randgruppenthema. Und ich finde, zeitlich gesehen kommst du jetzt auch wie viele Berner eigentlich sehr, 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 sehr viel zu spät. Tut mir schrecklich leid. Also, im Moment läuft der Film. Wer gerne einen anderen Film sehen will, kann uns anrufen und kann sagen, dass er einen Römerfilm sehen will. Wir würden den Römerfilm sehen. Was ist denn das da? Schau mal da. Da hat es. Was ist das da? Ist das eine Tätowierung? Ja. Wo? Hinter dem Popo. Kann man die mal nur am Ansatz sehen? Nein. Also das darf ich mit Ihnen nicht machen. Ja, das ist richtig. Das ist klar. Der Regisseur fragt gerade, warum nicht. Aber ich bin froh, dass Sie sich da nicht einlösen, weil es ging dann schon ein bisschen Belästigung am Arbeitsplatz. Und das immer noch, das muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es ist politisch nicht ganz korrekt und Politik spielt in dieser Sache ja eine sehr grosse Rolle. Ist da hinten der Film interessant? Ja, bitte. Ich bin da verbannt. In der Ecke, Gott sei Dank, habe ich das Rohkäppchen bei mir. Ja, gut, haben wir darüber reden. Ja, das ist meine Trösterin. Gut, danke vielmals. Herr Michael. Herr Michael? Jawohl, Michael. Jawohl. Ist das eine Frage, Michael, oder ist das schon die Antwort? Nein. Ich habe eine Frage über 10 vor 10. Die Nachricht. Werden Sie sie simultan übersetzt auf Französisch? Nein, auf Französisch? Nein, Deutsch. Fräulein Letizia, Französisch, können Sie Französisch? Nein. Sehr gut sogar. Ich kann das sehr gut Französisch, ja. Ja, also, was werden Sie wissen wegen 10 vor 10? Ja, warum läuft es immer. Also, es läuft nie 10 vor 10. Warum heißt es überhaupt 10 vor 10? Ja, weil das meistens dann kommt. Es ist aber manchmal auch ein Ratespiel, ob es früher oder später kommt. Was? Interessiert Sie das Thema Sex eigentlich gar nicht? Sexfilm, mal. Wollen Sie, dass wir jetzt Römerfilm hören oder Sexfilm? Römerfilm. Römerfilm? Ja. Oh. Viel besser. Sexfilm. Wenn wir umschalten. Ich glaube sowieso die ganze Zeit im RTL. Aha. Ja, das sind natürlich andere Sexfilme. Das sind natürlich mehr den österreichischen Sexfilm mit dem Konstantin. Aber es ist sowieso kein Sex. Wecker und so. Frau Lattner oder so ähnlich. Sind Sie dran? Ja, guten Abend. Guten Abend.
Also jetzt rede ich ganz oben, jetzt, also im Moment von Sex und Porno. Aber das Schweizer Fernsehen bringt immer nur Soft. Jawohl. Sonst bin ich vom falschen Sender. Und ja, dann schalten wir um. Und ich finde Otturella im Prinzip daneben in der Sendung. Wieso? Sie sitzt nicht daneben, sie sitzt dahinter. Sie sitzt da hinten, aber ich weiss nicht, das Spirituelle hat ja nichts mit Sex. Oh, das kommt natürlich darauf an, wie man das lebt. Also da wäre ich jetzt sehr, sehr vorsichtig mit so einer Bemerkung. Also da bin ich nicht ganz sicher, ob das richtig ist. Also, aber ich bin froh, wir können darüber reden. René! Jawohl, René! Eben, lass jetzt, es ist folgendes, ich möchte etwas sagen zu dem Thema Porno. Jawohl. Und zwar, das ist ein völliger Widerspruch, den unser Staat macht. Oder? Wenn du schaust, jetzt zum Beispiel gerade wegen der Sendung, da wird gross geschrieben im Blick, oder die Zeitung wird verworfen und geschrieben von, wegen Jugendschänden und so, oder? Aber wenn du mal oben schaust, an den Kiosk ist es öffentlich ausgehängt. An den Kino kannst du schauen, dann kann ich an den Kinoplakat schauen, was alles läuft. Oder? Ja. Das ist im Prinzip, es ist öffentlich, da geht es gar nicht. Schau bitte nicht immer dort hinten auf dem Monitor, das macht mich ganz nervös. Schau bitte zu mir, da in die Augen. Ja, ich schaue deine Augen schon, aber du gefällst mir zu wenig für das. Ja, aber weißt du, ja, eben. Aber es ich wollte einfach sagen, weißt du, wenn das den Leuten nicht passt, wegen dem Pornozeug, dann sollen sie doch umschalten. Mhm. Ja, das kann man. Wir haben ja gesagt, man kann umschalten, man kann Römerfilm schauen oder man kann den Porno schauen. Also uns ist das... Ja. Danke vielmals, Freunde. Aber eben, es ist einfach ein völliger Widerspruch, den die da machen, oder? Der Staat soll nicht so blöd tun. Ja, das ist richtig. Oder? Danke vielmals, dass wir auch über das haben können reden. Da haben wir den Sven, der schreibt... Hier hast du einen Zensurbalken. Ja, hey, den Balken haben wir schon da. Beim Sepp und beim Hermann. So, der Herr Acklin ist der Nächste. Ist das richtig, Herr Acklin? Jawohl, hoi Frank. Sali. Also, ich rufe wegen verschiedenen Sachen an. Erstens mal... Aber mach's bitte kurz. Du weißt, die Leute, die sagen, sie rufen wegen verschiedenen Sachen an, sind so gut wie draussen. Ja, ist gut. Also, erstens ist einmal die Präsentation vom Schweizer Fußball katastrophal im Schweizer Fernsehen. Zweitens bringen die Welschen immer viel die besseren Filme als im SFD-Rest. Ja. Und drittens würde ich noch zu dem Porno-Zeug sagen, also ich finde, es ist wieder mal typisch für die Schweiz, dass so ein paar Bünzli so ein Geschiss machen über da. Ja. Ich meine, bei so ProSieben und so kann man ja das auch anschauen. Ja, gut, das ist natürlich etwas anderes, weißt du. Also das ist mehr Kunst, was man da sieht. Weißt, ja gut, ja. Das ist schon ein bisschen... Etwas anderes. Was ist eigentlich los? Sie sind da nicht in den Ferien. Und was, Sie können ruhig einmal ein bisschen stempeln dort hinten. Gut. Das ist im Fall nicht jetzt Sekretariat. Frau Schrämli hat das besser gemacht. Sie wäre ein bisschen kürzer gewesen in der Länge, aber sie wäre viel aggressiver am Stempeln gewesen. Dafür bin Sicher? Ich mehr aggressiver in anderen Sachen, oder? Als Frau Schrämli. Ich habe gesagt Schrämli, nicht Rämli. Eben Rämli. Nein, Schrämli. Ja, Schrämli heisst sie. Schrämli. Es ist so schade, dass sie nicht da. Ich fühle mich sehr unwohl. Wenn ich nur schon denke, dass da allenfalls eventuell eine Tätowierung ist, die wir nicht wissen davon, die wir gar nicht sehen, wo dann müssen wir ja Sachen uns... Wie lange ist die Tätowierung? 3 Jahre schon. Nein, in der Länge, in Zentimeter. In der Länge? Das weiss ich nicht. Also, das müsst ihr jetzt mal messen. Wollen wir es rasch ausmessen? Nein, danke. Schade. Entschuldigung, darf ich Sie bitten, Frau Uriella, tun Sie bitte den Film schauen und nicht um. Es tut mir leid, den Film kann ich nicht anschauen. Der ist so schockierend. Ja, also, dann tun Sie halt die Augen ganz leicht zu. Wir wollen nachher eine kompetente Kritik von Ihnen. Herr Baumann, hätten Sie mich richtig aufgeklärt, wäre ich aber nicht zu dieser Sendung. Aber es kann nicht meine Aufgabe sein, Sie aufzuklären. Das hätte früher passieren müssen. So, der Nächste ist der Herr Zürcher. Der Herr Zürcher hat aufgehängt und der Nächste ist der Herr Zehnder. Herr Zehnder? Herr Baumann, guten Abend. Guten Abend. Wollen Sie den Römerfilm jetzt endlich, oder? Also, am liebsten Mickey Maus, oder? Peter Mickey und Duriella Mini. Das ist doch viel Mini besser Maus. Als immer der Sex. Ja, Duriella macht ganz andere Filme. Sie hat einen eigenen Film mitgebracht. Uriellas Abenteuer mit Gott im offenen Fiat Lux. Nein, ich will viel lieber einen Mickey Maus. Ja, wir haben ja da schon etwas Ähnliches. Da bist du gut, haben wir darüber reden. Angelo! Angelo hat aufgehängt, vielen Dank. Angelo? Ja, guten Abend. Eine Frage an Uriella. Jawohl, richtig.
will fragen, was hat sie mit Porno zu tun? Er möchte gerne wissen, was sie mit Porno zu tun hat. Nichts nehme ich an. Nichts. Das ist für mich völlig fremd. Und ich bin sehr schockiert, ja, weil ich mich in die Irre geführt fühle. Ihre Leiter haben, in die Irre. Ja, also. Dann das Gespräch, das ich mit dem Herrn Baumann geführt habe. Jetzt läuft aber ein Römerfilm. Läuft jetzt. Also tun Sie sich im Römerfilm bitte nicht verschliessen. Ich finde das richtig. Nein. Ben Hur, Verfolgung der Christen, all das ist doch ein interessantes Thema. Nein. Sicher nicht Verfolgung der Christen. Das erleben wir ja jetzt auch. Aber alles soll immerhin in den göttlichen Geboten und im Rahmen der göttlichen Gesetzmäßigkeiten ablaufen. Ja. Und im Augenblick, wo ein Mensch dermassen den Rahmen sprengt, wird er zum Tier und verdient den Namen Mensch überhaupt nicht mehr. Gut. Ich bin froh, dass wir das so auf den Punkt bringen können. Wir tun nachher, jetzt läuft ja immer noch der Römerfilm, Sie können dranbleiben, vielleicht eine Gesamtwürdigung dann von dem Werk machen. Jetzt haben wir den Herr Estis. Herr Estis? Hallo? Wie heißen Sie bitte? Vous parlez français? Nein. Nein. Kein Wort. Moi, je parle français. Je vois votre film, c'est intéressant. Jawohl. Mais j'aimerais bien comprendre en français. Ja, aber wissen Sie, es ist erstens, ich rede jetzt langsam, es ist erstens nicht mein Film, oder? Und zweitens, es spielen die, der Text spielt keine Rolle. Aber Letizia kann gut Französisch. Oui, je parle très bien français. Ja, wollen Sie mit der Letizia reden? Dann kann ich es übersetzen, was sie sagt. Ja? Ja. Bonjour. Bonjour. Ça va? Heißt es nicht bonsoir? Oui, et vous? Vous appelez comment? Je m'appelle Letizia. Letizia? Enchanté. Enchanté aussi. Moi, je vois, c'est le film, c'est intéressant. Mais j'aimerais que vous allez m'expliquer en français. Parce que moi, je suis un Suisse roman. Ah. Un petit peu même. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Ben, je sais pas, j'ai rien compris ce que vous faites à la télé. Puis j'aimerais bien comprendre, même à la base, je comprends rien du tout parce que c'est en allemand. Mais ça suffira de regarder demain soir à 22h20. D'accord? C'est en français? Entschuldigung, darf ich Sie schnell etwas fragen? Auf Deutsch. Können wir nicht jetzt über. Du, hallo, hey! Nein, können wir nicht über etwas anderes reden? Himmels Willen, es ist keine französischsprachige Sendung. Ich habe schon ein französischsprachiges Au-pair zu Hause. Und da muss ich immer langsam Deutsch reden, damit sie das lernt. Wissen Sie, wegen dem Sprachenartikel und so. Letizia, wir könnten eigentlich jetzt Ziehung machen vom letzten Wettbewerb. Wir wollten ja wissen, wie der Hermann mit Nachnamen heisst. Und ich möchte Sie jetzt bitten, aus dem Beigel von der eingegangenen Karte eine zu ziehen, wo man dann nachher könnte. Bitte schön. Also. Die Sau heisst Hermann Baumann. Ist leider falsch. Wir müssen nochmal eine ziehen. Tut mir wirklich leid. Ich hätte mir so gewünscht, dass sie richtig ist. Wer ist es? Oh, die ist auch sehr falsch. Die heisst, also das sage ich lieber nicht, sonst gibt es wieder Ärger. Nächste ziehen, es ist wirklich zu. Können Sie es mit dem kaputten Finger ziehen oder soll ich das Ihnen helfen? Das geht ganz gut. Nein, nein. Gut. Jawohl. Voilà, da haben wir jemanden. Können Sie nicht bitte selber schnell sagen, wer das ist? Weber. Also das ist der Nachname von der Sau. Ah, okay. Hermann. Weber, also von unserem kleinen Säule. Und wer hat gewonnen? Victor und Katharina Blankenbiel-Loser in Käptenstallstraße 48, Pfäffikon. Gratulation, elemental. Sie gewinnen eine ganz herzige Miniatur. Spar, Sau, die heisst auch Hermann. Und ich wäre sehr froh, wenn Sie eine Widmung wieder drauf machen. Mache ich gerne. Vielleicht mit dem Filzstift. Und die Karte aufbehalten. Nicht, dass es da ein Durcheinander gibt. Sie müssen den Römerfilm schauen. Es ist wirklich, sehen Sie, es ist die Römerverfolgung. Ich schaue lieber den göttlichen Film an. Gut. Sollen wir sonst nachher Ihren Film noch rein tun? Ja, bitte gern, ja. Und da gibt es aber Reaktionen wahrscheinlich von Leuten, die den nicht sehen. Herr Wirz! Ja. Richtig, ja. Entschuldigung, dass wir Sie so lange warten lassen, aber wir müssen hier durch. Ja. Ja, Herr Wirz? Ah, ich hätte eine Idee für Duriella.
Jawohl. Sie soll doch einen Film mit dem Rotkäppli drüllen. Vielleicht würden sie dann auch ein paar Leute kaufen. Das ist eine gute Idee. Sie hat das Rotkäppli dabei. Ja. Das ist eine ja. einfache Sache, oder? Ja, das ist super. Das jetzt ist ich noch schnell etwas anderes. Ich würde gerne noch einen Gruß durchgeben an Letizia. Ein Gruß an Letizia? Ja, kennen Sie sie? Ja, Bernie, vom Zivilschutz. Bernie? Ja, richtig, vom Zivilschutz. Er kennt sie vom Bell. Ah ja, merci vielmals. Bitte, also, schönen Abend zusammen. Merci. Sie entwickelt sich zu einer privaten Sendung. Hören Sie, ich wollte Sie schon lange mal etwas fragen. Also, Frau Uriello ist ja nicht zu Unrecht ein bisschen irritiert über Ihre Arbeit hier. Aber gell, das ist alles gespielt, oder? Nein, sicher nicht ist das gespielt. Das, also, wenn man das spritzt, ist, dann spritzt man doch, oder? Das ist, kannst du doch nicht spielen. Herr Gerber. Herr Gerber, ja? Es ist Frau Gerber. Frau Gerber, grüezi, Frau Gerber. Grüezi wohl. Grüezi. Ich wollte euch sagen, ihr seid der letzte Mensch. Ich liebe Satire, aber ich liebe nicht den Zynismus, den ihr führt. Ja. Ja, es tut mir leid. Adios. Es muss Ihnen nicht leid tun, aber Sie haben es sehr nett vorgetragen. Es ist ganz charmant, wenn jemand das so nett sagt. Weil wenn es jemand aggressiv sagt, ist es natürlich sehr unangenehm. Ich habe noch einen interessanten kleinen Leckerbissen. Aber der ist eigentlich mehr für den Hermann gedacht. Der heisst «Schweineohren ersetzen Tierversuche». Hermann, weißt du, was das bedeutet für dich? Gut, das haben wir nur noch festhalten. Herr Stutz! Guten Abend. Also, die Sendung als solches finde ich gut. Klar hat der Schweizer Fernsehen einen Auftrag, den sie erledigen müssen. Da bin ich voll und ganz der Meinung. Richtig. Wobei, ich kann es langsam satt, wenn gewisse Leute sagen, was wir schauen müssen. Weil sonst kann ich gerade so gut sagen, bin ich in Kuba, in der DDR oder sonst irgendwo. Die Leute, denen das nicht passt... DDR gibt es natürlich nicht mehr, sie meinen Bulgarien. Oder Bulgarien spielt keine Rolle, was für so ein sozialistisches Land. Die Leute, denen das nicht passt, die sollen in ihrer Kammer sein, Bücher lesen, so wie Frau Uriello ihren Scheissdreck erzählt. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Mensch auf der Welt, der sagen kann, er könne AIDS heilen. Ja. Sagen es gibt keinen Mensch. Sagen und wenn jemand so etwas behauptet, sollen sich doch AIDS spritzen und beweisen können. Also gut, das ist jetzt eine komplizierte Diskussion. Sagen kann man alles, ob es dann heilen kann, ist wieder eine andere Frage. Fregavelti haben wir. Fregavelti, grüezi wohl. Guten Abend. Frau Cavelti, würden Sie lieber einen Römerfilm oder einen Softporno mit Letizia? Ja, keine von denen. Ich in der Kinofilm, das sind besser. Sind Sie Bündnerin oder können Sie nur Bündnerin? Nein, ich bin Bündnerin. Hey! Das sind wir jetzt Zweite. Hey! Und können Sie ja Romanisch? Ja. Und Letizia? Ein bisschen. Ich verstehe es. Können wir mal das Romanisch ausprobieren? Dann sind wir da voll auf dem Sprachen. Ja, ist gut. Buonasera, Letizia, weiss bien. Wie bitte nochmal? Buonasera, Letizia. Weiss bien. Also, eins habe ich verstanden. Guten Abend, Letizia, aber... Wie es in Wien war, hat sie gefragt. Ist doch klar. Das ist wegen diesen Österreicher Geschichten. Also, was ist Ihre Frage, Ihre konkrete? Zu diesen Filmen? Ja. Nein, Sie haben eine Frage. Ja, gehabt, ich habe eine Frage Sport. Über den Hans Jucker. Ja. Der hat ja keine Ahnung von Skifahren. Er sagt immer, bei den Frauen ist er Reporter und sagt immer in die mittlere Stelle. Ja, diese wird gewinnen. Und ist 50 Sekunden dahinter. Und die eine, die 100, ist 10 Hundertstel da oben ist, auf mittlerer Stelle, sagt er immer, ja, diese wird nie gewinnen. Hören Sie. Und das finde ich schade. Was wir jetzt im Moment gerade machen miteinander, ist eher Langlauf. Langlauf. Wir müssen ein bisschen mehr. Ha! Also, ja. Sie sagen, Sie müssen sagen, der Joker kommt in meinen Augen nicht raus, der hat keine Ahnung von Skifahrradio. Ja. Wir probieren es. Okay. Achtung, los! Nein! Was? Nein, nein, nein! Also, ich sage es vor. Der Jucker hat keine Ahnung von Skifahren. Fertig. Ja. Der Jucker hat keine Ahnung von Skifahren. Fertig. Fertig, müssen Sie noch sagen. Ja. Sie verweigert sich. Herr Gamba, Sie haben eine Frage der Doppelmoral der Schweizer. Nein, das ist keine Frage, das ist nur eine Feststellung. Ja. Also einerseits möchte ich Letizia gratulieren, dass sie im Job steht. Finde ich das toll. Und ja, sie hätte können sitzen, aber dann wäre es der Tisch zu hoch oben gewesen. Richtig. Und zweitens finde ich es toll, dass sie das macht. Und drittens, nehmen sie mir ab der Doppelmoral der Schweizer Bürger. Ja, da können wir unterschreiben, oder? Würde ich finde es grossartig, dass sie das macht. Muss man sagen. Sie hat extrem viel Humor. Also, der Herr Basler. Ja. Herr Basler. Ja, Herr Baumann, mir nimmt es Wunder, wieso ist das so in der Westschweiz
steht regelmäßig, also praktisch alle Woche, eine Sendung auf dem Programm, wo ja, leichter bekleidete Damen und Herren vorkommen. Und in der Deutschschweiz, sobald das irgendetwas nur im Gespräch ist, dass es mal ausgestrahlt werden sollte, gibt es sofort einen riesen Aufruhr. Ja. Ich habe das einfach irgendwie nicht so verstanden. Sind wir so unterschiedlich bei uns in unserem kleinen Land oder an was liegt das? Ja, also ihr erwartet ja nicht von mir eine Antwort, oder? Ja, mal eigentlich schon, ne? Ja, wie soll ich denn das wissen, um Himmels Willen? Das frage ich mich ja auch immer. Vielleicht, also, ja, ich weiß es gar nicht. Können Sie vielleicht etwas sagen zum Thema Doppelmoral, Fräulein Letizia? Es gibt immer Doppelmoral, glaube ich, aber es ist schwierig. Also wie alles hat die Moral, wie alles hat die Moral zwei Seiten. Genau. Also eine Doppelmoral ist das. Sie, es geht mir nicht durch den Kopf, was Sie sagen, dass das alles gespielt ist. Also nicht gespielt ist bei Ihnen. Ist fast nicht echt bei euch. Also ist alles echt? Oder wie ist das? Bei Ihnen ist alles echt? Ja. Die Tätowierung ist nicht aufgeklebt? Nein, die ist nicht aufgeklebt. Können wir sie mal sehen? Nein, keine Chance. Und bei Ihnen ist alles echt? Nein, nur die Brüste nicht. Was? Die habe ich operiert. Wie denn? Silikonschuhe. Sicher? Ja. Es fühlt sich gut an, also es ist sicher? Nicht hart, es ist wie weich. Denn? Es ist weich. Aha. Ja. Gut, ist interessant. Es irritiert mich ein bisschen. Warum? Ja, ich kann mir es nicht vorstellen. Bei mir ist alles normal. Ich bin flach, aber es ist normal. Aha. Herr Stocker? Ja, grüezi Herr Baumann. Herr Baumann. Entschuldigung. Mir gefällt vieles nicht am Schweizer Fernsehen, vom Erscheinungsbild bis zum Inhalt. Ja. Aber bringt im Gottes Namen gute Vorbilder bringen und nicht immer schlechte Beispiele. Schlechte Beispiele? Ja. Also wir geben uns Mühe. Ich finde das gut, dass Sie es gesagt haben. Es gibt übrigens da etwas Interessantes. 6 Videos vom Naturarzt verschrieben. Der Dr. Wolfgang S. aus Ingolstadt, der verschreibt seinen Patienten 6 Videos. Frau Uriela, darf ich Sie mal vielleicht fragen, wenn wir jetzt zu der Würdigung von diesen Filmen kommen, was halten Sie von der These, dass wir mit 6 Videos können auch gewisse Heiligen vornehmen? Ist auch noch ein Sektor von Ihnen? Ja, inwiefern ein Sektor, denn ich meine... Also das Heilen, als Naturärztin, meine ich. Ja, und Geistheilerin, tue ich selbstverständlich das Gebiet von Sex überhaupt nicht einbeziehen. Sex ist für Sie kein Thema? Nein, das ist für mich tabu. Aber Sie sind verheiratet? Sicher, aber wir führen den geistigen Ehe. Also Sie haben keinen Sex? Wir sollen effektiv Enthaltsamkeit leben. Uns immer mehr vom Trieb und von der grobstofflichen Hülle, die wir noch mal tragen müssen. Also grobstofflich, also Fräulein Letizia hat dann gar keinen Stoff an. Ich hoffe, Sie haben das gleich mit einem Auge noch gesehen. Grobstofflich ist bei ihr nichts. Ja. Bei ihren ist das grobstoffliche dominierend. Nein, sie hat den Grobstoff schon abgelegt. Wie ist es feinstofflich? Ganz fein. Samt. Ja, das sehe ich dann schon völlig anders. Ja, sagen Sie, wie Sie es sehen. Ja, eben. In dem Sinn, dass das feinstoffliche ist eine Vergeistigung. Und der Feinstofflichkeit versteht man das Fluidale. Und das ist geistig, seelisch. Und das hat ja weder mit Geist noch mit Seele etwas zu tun, was Sie jetzt heute Abend da im Publikum vorführen. Nein, das sieht man nicht. Das haben wir nur reingesehen. Um Himmels Willen! Das würde mir im Publikum nie zumuten. Wir haben jemanden genommen, der Lebenserfahrung hat, um das zu beurteilen. Was würden Sie abschließend sagen? Was ist das jetzt also für Sie, wenn Sie es global betrachten, für das rein filmische Arbeiten? Wie sehen Sie das technisch? Sind Sie zufrieden mit der Filmqualität und so? Ich kann es nicht beurteilen, weil ich es erstens gar nicht angeschaut habe. Das ist für mich dermaßen ein Schock. Ein Schock? Ja. Weil alles, was einfach die göttlichen Gebote und Gesetze sprengt, ist für mich nicht mehr normal. Ich glaube, das ist normal. Ein richtiges Thema. Moment, nicht jetzt bitte keine Diskussionen hinter meinem Rücken. Was sehen Sie eigentlich in der Zukunft? Schwarz, habe ich gerade einen Fax bekommen. Aha. Sagen Sie mal, wie gefällt Ihnen eigentlich das Ding, das wir bekommen haben vom Christoph Baumgartner? Der hat das extra gemacht für uns. Das ist ein maßgeschneiderter Kerzenständer. Also kann ich schon sagen vorher, Sie haben einen unheimlich schönen Ständer. Finde ich. Das ist eine Jugendsendung, Fräulein Letizia, und das ist Belästigung am Arbeitsplatz, die Sie machen.
Wo sind wir da? Der Herr Stauffer haben wir noch. Frau Stauffer? Frau. Frau? Ja. Aber Sie sagen bitte etwas Nettes. Ja, ich möchte Sie fragen, wieso Sie so eine primitive Sendung machen. Ich bin froh, dass Sie mich das fragen. Ich komme keine andere über. Das ist ja mein grosses Problem. Also, aber das nächste Ventil, das kommt am 3. April. Dann hoffe ich, dass alle dabei sind. Und darf ich noch etwas sagen, schnell? Ja. Darf ich bei Ihnen schnell blasen?